Kenn ich gar nicht. Ich kenne das gar nicht. Okay, oder? Und da dieser Porsche kommt von Black Falcon mit Kaya Mustafa oder Mehmet Kaya Mustafa, und Mike Schürzenegger, also eine sehr erfahrene Mannschaft, die sich in der Schlussphase des Qualifiers knapp vor ihren Teamkollegen stehen konnten. Der 102 Power-Hacker und stark war. Also, wenn Action ist hier dann. Gehen wir einfach mal ein bisschen schnell durch diese erste Startkurve, die weiteren Cup-2-Fahrzeuge auf den letzten 25 aufwärts. Da haben wir dann Moritz Kranz, Christopher Kuhn, Carsten Kleber, wir haben Fabio Kost, Patrick Günther als Viertplatzierte in dieser Klasse. Dazwischen noch den schnellsten, also den einzigen. Neuen AM-Wagen mit weitere Kapselfahrzeuge von KDAB und S. Seht ihr das, Mann? Wunderschön. FK Performance, Aschbühnagel, Otto. Daneben haben wir eben gehört, Klaus Adler, Frikadell, Racing Team, gemeinsam mit Schön und Philipp Blasen, Platz 7 in der Klasse. Dann haben wir das schwarze Fahrzeug der SP7. Guck mal da, da. Und da kommen sie wieder. Die SP10 von Michael Tischler an den Linien halten Touristen, die mit der Super von Tour und Tires des Racing vorne sind, vor der Alpine A110 von Wald und Lange Spatzel, dahinter der Porsche von Beck Völken mit Müller und Pablo Brown. SP8T haben wir hier, SP8T mit Björn-Rudolf Weidinger und die SP4T mit Fischer, Zellen, Palsmeier, Donnersberger. Schließen praktisch die letzte Staffel. Und in der zweiten Gruppe. Riesenfan-Gemeinschaft zusammen mit Georg Wieselmann, Mike Röllefahrt und Yves Wolf den zweiten Cross-Go-Fährt. Dann geht's los mit der Vielzahl der Cup-3-Fahrzeuge, wollen wir dann mit den nächsten 8 Plätzen in der Stadt zu alles Cup-3-Fahrzeuge. Vorne FK Performance, da USO 1, schon Riesen, oh guck mal, da geht's weiter. Ja, letztes Jahr noch im Meisterteam mit dabei, manchmal so. Was, Mann, die echt? Und da ist Max Kruse Racing, also benannt nach dem Fußballer Max Kruse in Front, im Golf mit Frederik Jerry, Matthias Basel und Marek Schaller auf 1, gefolgt von ihrem Teamkollegen Jimmy Asadi, Andrew Engelmann und den aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, die wir dieses Jahr hatten, gegen den Holländer Tom Coronel, aber das sollte nicht der einzige Schwerpunkt heute sein, den wir aus dem Tourenwagen kennen, dazu vielleicht später mehr. Ebenfalls in der zweiten Gruppe die beiden Fahrzeuge der ATG-Klasse, der andere Team 3-Stufe, zweimal vorne, das B-Konzept war, die Mannschaft Rudendorf und Ölsen, da haben wir eben schon gehört. Da gibt es ein paar voran, zum Beispiel Kampffahrer für die ATG-Fahrer, Kuhn und Mega, sowie für die anderen Fahrzeuge, Ajax Schattenbewegung, glaube ich, eigentlich die beiden jungen Nachwuchsfahrer, Porsche, Union, die in diesem Jahr vorne ist. Weiterrufe, die VT2, eine der stärksten Klassen Europas. Die Quantität, aber auch die Qualität. Absolut, in diesem Jahr aufgeteilt nach Frontantrieblern und Radrad- bzw. Heckantrieblern. Heckantriebefahrzeuge waren etwas schneller. Schnellste Zeit liegt für Funa mit Daniel Smith, Oskar Sandberg und Sie für Sechsers. Gefolgt von den Dauerrivalen, möchte man sagen. Gerd Siemann, den Wagen, und Morgen. Das Führungsfahrzeug ausstellen. Das Ganze natürlich einen gewissen Tempo-Slot. Daneben jetzt stehen alle auf. Sessel in BMW. Da sucht man schon die Startreihe 2. Der Audi will weiter nach vorne fahren mit dem Phoenix. Achtung, jetzt brechen sie auseinander. Und Axel Jeffers mit dem besten Start. Er staubt es da rund um den Mantel-Porsche. Weiß nicht, ob er die Box leicht geschehen hat, auf jeden Fall in 4er, 5er, in dieser Richtung angehen.
war ja gerade richtig Action. Ja, warte, lange auf der Kamera, Moment. Ja, Vorsicht, zwei Omi. Ja, der Rest ist uns nur zum einen sein. Der gute Frau Schmidt muss auch vor uns schieben. Man hat die nächste Probe, der bleibt. Und endlich ist auch die beste Einvorsitzung, dass wir die Phase hingehen auf die Linie. Aus, aber roter Hybrid. Schade, dass nicht so wie mein Lexus. Das ist vom Jugendlichen, weißt du?
war so richtige Frecher gehoben. Und der ist der Bobbo. Aber der Clio kann mithalten mit dem Sound. Megan.